Hallo Lieben, es ist 19 Uhr am Donnerstag und es ist wieder Zeit für einen Live-Talk mit Marie Winter. Gleich darf ich den lieben Matthias Lücke bei mir begrüßen mit dem heutigen Live-Talk. Definitiv der häufigste Gast bei mir in den Live-Programmen. Und morgen kommt seine neue Single, Immer wieder Fehler machen. Und darüber werden wir sprechen, genauso wie über viele andere Dinge. Wir haben immer sehr viel zu besprechen. Hallo. Ach, toll, freut mich, dass ihr schon so fleißig um 19 Uhr hier seid. Denn heute gibt es ganze 2 Live-Talks. Denn um 20 Uhr kriegen wir noch einen Gast, den Jan Rendels. Ich freue mich schon sehr. Es wird ein sehr spannender Talk werden. Jan ist auch ein Newcomer und Schlagersänger und hat vor kurzem auch seinen neuen Titel veröffentlicht und ich freue mich schon sehr auf den Talk mit Jan später. Also bleibt heute fleißig dran und es wird Spannendes geben. So, hallo Willis, hallo Fatima, hallo Hadi, hallo Denise, freut mich, dass du auch vorbeischaust. Lehrer und Joachim, hallo Josua, hallo Oliver, hallo Thomas, freut mich, dass ihr alle schon so pünktlich hier seid. Und der Matthias ist, glaube ich, Matthias, bei mir steht, du benötigst die neueste Version von Instagram, um teilnehmen zu können. Aber ich versuche das mal nochmal. Genau, vielleicht kannst du mal checken, ob du abgedatet hast, ganz schnell. Und wenn nicht, schreibst du mir und wir starten das Ding nochmal kurz neu. Mir geht's super, vielen herzlichen Dank. Hallo Julia. Und hallo Christina. Freut mich sehr, dass ihr alle zuschaut. Hallo Hans, hallo Jasmin. Wir warten, bis Matthias seine Instagram-App update. Genau, der macht gleich kurz ein Update. Und dann legen wir schon los und sprechen über die Single, die morgen kommt. Fehler machen, immer wieder Fehler machen, finde ich eine sehr wichtige Message. Er hat auch die Tage mal einen kurzen Ausschnitt schon mal aus seinem kommenden Musikvideo dann auch gepostet. Finde ich sehr schön den Abschnitt. Matthias hat immer sehr, ja, sinntragende Songs und ich finde es immer schön. Er hat einen Song Lächeln von dir und da sagt er, zum Glücklichsein reicht mir eine Gitarre, meine Lieblingsmenschen um mich rum und ein Lächeln von euch. Und das ist doch mal eine schöne Lebensphilosophie. Man braucht doch im Leben gar nicht so viel, um wirklich glücklich zu sein. Und wie gesagt, so wie alle andere Songs von ihm, finde ich immer sehr spannend, können wir auch heute mal darüber sprechen, wie er auf den Text des Songs immer wieder Fehler machen kommt. Denn das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und beim allerersten Talk, wer noch sich erinnert, im letzten Sommer hat uns Matthias auf einen Spaziergang genommen und uns ein bisschen die Paderborner Umgebung gezeigt. Hallo Mario, hallo Ralf, hallo Lehmann, freut mich sehr, dass ihr auch reinschaut. Wir warten noch auf den lieben Matthias, hallo Andreas, der noch seine Instagram-App updatet und dann können wir schon mit dem Talk starten. Genau, aber wie geht's euch? Scheint bei euch heute auch wieder die Sonne oder ist bei euch immer noch Winter? Sind das Perlen an den Trägern? Ja, das sind Perlen, allerdings keine richtigen. Das sind so Kunstperlen. Genau, ich versuche mich mit der Mode ein bisschen aus, was so. Hallo Bernd, freut mich auch, dass du mal reinschaust. Ah, ich habe eine Anfrage von Matthias und gleich los. Hi. Hallo Marie, grüß dich. Na, freut mich, dass es jetzt geklappt hast. Hast du dein Instagram nicht fertig upgedatet? Ja, tut mir leid, sonst bin ich immer up to date. Aber ich hatte gerade voll den Schock. Ich dachte, oh je, jetzt hinterher klappt das nicht und dann lass ich die arme Marie ganz alleine. Aber es hat ja doch. Ich habe hier gutes Internet und habe ganz fix ein Update gemacht. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, das geht ja immer. Schnell und gut, von daher freut mich, dass es geklappt hat. Du hast Wasser in einem Weinglas, ganz fancy oder was anderes?
Das ist Leitungswasser. Also wir haben, wie viel Uhr haben wir? Kurz nach 7, da trinke ich noch keinen Wein. Den mache ich, okay, den mache ich immer erst so 7:30 auf. Okay, dann erstmal mit einem Wässerchen auf eine erfolgreiche Veröffentlichung morgen. Genau, Cheers. Prost. Und danke für die Live-Talk-Einladung. Das ist ja tatsächlich, glaube ich, unsere Moin Lars, unser drittes Mal, oder? Genau, ich habe gerade vorher auch erzählt, du bist mit dem heutigen Live-Talk definitiv der häufigste Gast, der in meine Show vorkommt. Wow. Es freut mich immer, dich hier begrüßen zu dürfen mit neuen Projekten, mit neuen Songs. Du warst, glaube ich, im letzten Sommer das erste Mal bei mir. Und das letzte Mal haben wir uns bei einem Weihnachtstalk gesehen, als dein Song Weihnachten im Schnee kam. Hat mich sehr gefreut. Und morgen kommt ein neuer Song. Richtig, genau. Immer wieder Fehler machen. Genau, richtig. Sehr, sehr gut informiert. Wie immer. Ich habe mir deinen kurzen Abschnitt von dem Musikvideo angesehen. Wer es noch nicht getan hat, kann man das auf Matthias' Account sehen. Gerne. Ja. Spannend. Ich habe gerade, um die Zeit zu überbrücken, erzählt, deine Songs sind immer sehr inhaltsreich. Wie kam es zu diesem Song? Du schreibst ja deine Songs selber. Erzähl mal. Genau. Also ich schreibe immer über die Sachen, die gerade so aus mir rauskommen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich schon im Leben ganz schön viele Fehler gemacht habe. Kleine und große. Und habe irgendwie festgestellt, klar, also man ärgert sich natürlich dann. Und dieses Ärgern, das kann teilweise bis zum Selbsthass gehen oder so. Und wenn man aber vernünftig weiterleben will, muss man sich diese Fehler irgendwann verzeihen, egal wie groß die waren. Und der Song hat auch viel mit Mindset zu tun, positivem Mindset, also dass man dann aus seinen Fehlern lernt, positiv nach vorne schaut und dass man trotz der Fehler noch ein schönes Leben führen kann und so. Und davon handelt der Song im Grunde. Also es ist ein positiver Song, aufbauender Song. Genau. Und wie bei allen meinen Songs habe ich die Sachen, über die ich da singe, auch selber erlebt. Natürlich. Ja. Ich glaube, das spürt man auch in den Songs. Die sind sehr bewegend und wie du sagst, auch aufmunternd. Die sind so lebensrealitätsgetreu, finde ich immer bei dir so. Weil wir alle sind Menschen, wir alle machen Fehler und ich glaube, jeder hatte schon mal eine Situation, auch ich jetzt, keine Ahnung, allein während Corona, die eine oder die andere, keine Ahnung, Online-Vorlesung ließ ich liegen und dachte mir dann so, oh je, hätte ich das nicht gemacht, aber wenn ich deinen Song dann höre, dann denke ich, hey, nicht an die Fehler denken, einfach weiter. Das soll jetzt aber keine Legitimation für dich sein, dass du die Uni sausen lässt, meine Songs, dann kriege ich nachher noch Ärger. Nein, ich meinte nur, dass ich es in der letzten Zeit manchmal an mir selbst auch bemerkt habe, wenn man sich ärgert, dass man etwas nicht so gemacht hat, wie man es vorhatte, dann hält es einen noch mehr auf. Und anstatt sich zu ärgern, wie du es richtig in deinem Song dann auch sagst, sollte man weitermachen und nach vorne schauen. Ja, genau, richtig. Man darf also... Das ist ja auch Einstellungssache. Also Fehler sind ganz normal und egal, wie krass man sich vornimmt, ich mache jetzt keine Fehler mehr. Also das geht zumindest mir so. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich dann denke so, Alter, ey, wie naiv bist du eigentlich? Oder irgendwie, weißt du, wie ich meine? Und egal, wie viel Lebenserfahrung man schon hat und so, man macht trotzdem immer wieder krasse Fehler. Oder bin das nur ich? Nein, ich glaube, das bist wirklich nicht nur du. Ja, ich glaube, damit werden sich sehr, sehr wirklich viele Zuhörer assoziieren können mit dem Song. Wie gesagt, mir ging es zumindest so, allein bei dem kurzen Ausschnitt. Aber man konnte deinen Song schon komplett mal im Radio hören oder kommt es noch? Ja, nee, das war eben ungefähr vor einer halben Stunde. Deswegen habe ich auch gerade richtig gute Laune. Der Song lief in voller Länge eben bei Radio Hochstift hier in Paderborn. Wir sind ja eine große Stadt, also verhältnismäßig, ich glaube, wir haben so 130, 140.000 Einwohner. Und genau, und da lief es eben im Radio, da habe ich mich tierisch drüber gefreut. Und und veröffentlicht wird der Song aber erst morgen oder heute um 0 Uhr dann. Und das offizielle Musikvideo auch. Kann man sich das schon irgendwie... Frank Pieper fragt, ob er gewonnen hat. Was denn gewonnen? Hast du ein Gewinnspiel gemacht hier oder eben? Ich nicht. Du? Ich auch. Du hast ein Gewinnspiel, oder?
Nee, ich mache ja erst noch eins, aber ich habe noch keins gemacht. Okay. Metropole schreibt Metropole. man. Genau, ja, Paderborn ist Ach so. Metropole. Wie viele Einwohner hat nochmal deine Stadt, wo du wohnst? So circa 30.000. Also im Ja. Vergleich zu uns bist du eine Metropole, Ja. ja. Also ist aber auch ein Kurort, ne? Genau, so ein Bad Ja. Nauheim ist ein kleiner Kurort in Hessen, Ja. Bist Kurstadt. du dann mal die Einzige unter 30? Wie meinst du das? Im Kurort sind doch immer, ich dachte immer, Omis und Opis, die dann so an der Saline Ach entlang so. stiefeln. So hin und zurück, schön Ja, einatmen. das hat sich tatsächlich in der letzten Zeit ein bisschen verändert. Aber ich glaube, es ist tatsächlich entweder bevorzugen kleine Kurorte schon ältere oder wirklich junge Familien mit sehr jungen Kindern. Also wir haben viele Kitas. Stimmt. So, Ja. ich sag mal, so viele Angebote, auch ohne Corona, so wie Partykinos oder sowas, gibt es ja nicht. Ja. Aber ich finde es ja auch sehr schön in Deutschland. Man ist ja sehr flexibel. Innerhalb von 30 Minuten ist man in Frankfurt Ja. und Ja. macht alles, was man will. Also von daher, sage ich mal so, fühlt man hier nicht irgendwie, dass man irgendwas hier Ja. nicht hat. Ich find das auch gar nicht schlecht. Also, wenn ich die Wahl hätte, irgendwie Bad Nauheim oder Berlin, ich würde wahrscheinlich sogar auch Bad Nauheim wählen, weil also große Städte, also ich bin ja voll der Naturjunge so. Ich gehe gerne spazieren, gehe gerne in den Wald und so und mache Feuer in der Natur. Und das kannst du in Berlin ja nicht. Da musst du stundenlang fahren, bis du raus bist, also in fast jeder großen Stadt. Und Ja, das kann sein. Aber Feuer machen, ja gut, wenn du in Berlin irgendwo in der Stadt dich hinsetzt und fängst an, deine Marshmallows im Feuer zu braten, ja, dann kommst du könntest du wahrscheinlich in die. vorbeischauen. Genau, ja. Aber der Trend geht ja dahin, dass immer, also gerade wie du gesagt hast, Familien immer mehr möchten aufs Land ziehen. Ne, die möchten alle irgendwie raus aus den Großstädten irgendwie, was ich auch verstehen kann. Also Großstädte sind interessant, spannend, toll, ne? Aber so die, allein schon die Luft in Berlin, die ist doch jetzt nicht Böller, oder? Also Böller oder nicht Böller, weiß ich nicht, war jetzt länger nicht mehr in Berlin, aber ich weiß nur eins, egal wo man gewesen ist, wenn man in Bad Nauheim, ich bin öfters, vor allem früher mit dem Zug gewesen, wenn du mit dem Zug fährst und dann kommst du in Bad Nauheim raus, atmest du erstmal ganz tief ein, weil Bad Nauheim ist Ja. eine ganz große Lunge, würde ich sagen. Immer wenn ich hier Besuch Schön. oder Freunde habe, die sagen ja, eigentlich ist bei euch die ganze Stadt ein Park, egal wo du raus. Super. Gehst ein Ja. paar Meter, du bist in irgendeinem Park. Also, Ja. das ist schon wirklich schön. Wobei, ich glaube, wir hatten schon letztes Mal drüber gesprochen. Mir persönlich fehlt ein bisschen Großstadt, weil ich ja ursprünglich aus einer komme. Und ein bisschen mehr Action würde ich mir manchmal schon wünschen. Aber ich glaube, die Balance macht es ja Ja, aus. genau. Ja, aber klingt schön, so Park und so. Dann kann man sich ja im Sommer auch immer schön dahinlegen, ne? Ja, wir Auf haben dem, tolle Wiesen, ja. dann macht man immer so Picknick Ja. und Oh, hier hat gerade einer geschrieben. Meine Tochter wohnt in Berlin und es gibt tatsächlich viele grüne Ecken. Ach selbst gesehen. hier, Verena, genau. Die Münchner Luft ist für eine Großstadt noch okay, dank englischer Garten und U-Bahn. Okay, dann haben wir den Großstädten jetzt ein bisschen, oder ich habe dem ein bisschen Unrecht getan, oder? Das kann sein. Also ich glaube, es tut sich wirklich vieles. Und jemand Ja. war sogar in Kur in Bad Nauheim. Margarete, sehr schön. Genau. Oder einfach. Hamburg, schreibt Luisa. Hallo Luisa, grüß dich. Hamburg, da hast du die ewig weiten Felder von Schleswig-Holstein. Stimmt. Also ich Richtig, glaube, in ja. Deutschland ist sowieso alles ziemlich nah aneinander. Ja. Und egal, was das Herz begehrt, bisschen mehr Natur oder bisschen mehr Stadt, ist man ziemlich Ja. schnell überall, was man mal so machen möchte. Ich habe auch jetzt nach Videolocations hier in der Nähe in Hessen gesucht und habe festgestellt, es gibt eigentlich richtig viele schöne Orte, auch Naturorte Ja. oder in Schlösser, vor allem am Rhein. Möchtest du ein Naturvideo drehen?
mit deinem neuen Song, oder? Ich habe tatsächlich jetzt schon eine Location. Ich möchte noch nicht so viel verraten. Es wird nicht wirklich dieses Mal Natur, aber an sich sucht man ja trotzdem immer wieder schöne Aussichten, schöne Hintergründe. Vor allem finde ich schön, wenn es irgendein Schloss mit irgendeinem Park ist, weil dann hat man so beides. Und Schloss, genau, Schloss und Park. Video in einem Schloss hier in Friedberg gefilmt und da war auch zum Glück Park offen. Ich dachte, es wird zu sein. Ja. Wegen Corona, aber es war auf und wir hatten auch schöne Aufnahmen. Cool. Und zu welchem Song von dir? Hast du einen neuen Song? Ja, ich habe einen neuen Song. Wie heißt der denn? Was? Ich habe gerade heute so das letztendliche Mastering für den Song bekommen. Geil. Und wie heißt der? Darfst du noch nicht sagen, ne? Ich habe es noch nicht verraten. Noch würde ich es ein bisschen, nicht erzählen, weil wahrscheinlich wird er dann im Mai jetzt veröffentlicht und es gibt noch einiges zu organisieren. Aber ich bin dran und ich freue mich schon sehr. Cool. Also es wird dann ein Sommerhit, ne? Ja, hoffe ich doch. Aber ich kann so viel sagen, ich habe es heute bekommen, ich habe es hier über meine Boxen laufen lassen, dreimal hintereinander schön gesungen und vom Tanzen kann man sich nicht abhalten, Leute. Es wird ja geil. Toll. Das klingt doch gut. Leinen los, der Sonne entgegen. sehr gut. Macht doch auch gute Laune, also positive Vibes und so, holt die Leute ab und so, ne? Genau, das ist meine Aufgabe. Erstmal mag ich gute Laune Sommerhits und dann mache ich emotionale Hochzeitsballaden. Ja, genau. Und da wird so richtig fett auf die Tränendrüse gelatscht, ne? Bei den Hochzeitsnummern. Boah, mein Fuß ist eingeschlafen. Mal ein bisschen hier aufpassen. Nein, hast du falsch gesessen? Ja, ich habe, ich sitze manchmal auf meinem rechten Fuß. Das ist so eine Angewohnheit. Und also unterm Po und dann, wenn der einschläft, ich bin sogar in der Vorlesung mal hingefallen. Da habe ich in der Vorlesung im Musikstudium habe ich auch auf meinem Fuß gesessen und dann soll ich nach vorne kommen, irgendwie an die Tafel und da waren so 140 Leute oder so, dann bin ich aufgestanden und der rechte Fuß war eingeschlafen und da kann man ja aufdrehen, man fühlt ja gar nichts. Da habe ich mich richtig auf die Fresse gelegt und der Professor, zu dem hatte ich einen ganz guten Draht, der war ganz locker, der hat dann so gesagt, Herr Lücke, gestern wieder getrunken. Und ich lag da auf dem Boden. Bitte? Woran kann es denn sonst liegen? Genau, aber es war ein bisschen unangenehm, so einfach mal auf die Schnauze legen in der Vorlesung. Oh je. Ja, dafür gibt es jetzt was zum Erinnern. Nichts bereuen, immer wieder Fehler machen. Ja, richtig, genau. Ja. Genau. Jetzt haben wir über mein Videodreh gesprochen. Jetzt kannst du mal erzählen, denn von meinem Video weiß man noch nichts. Dein Video hat man aber schon ein kleines Ausschnitt gesehen und da stehst du auf einem schönen, ich weiß gar nicht, wie soll man das sagen, heißt es Felsen? Und dann ist Meer? Ja, du hast es schon ganz gut beschrieben, Marie. Das ist die Steilküste in Boltenhagen. Und das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Und da gibt es eine ganz tolle Steilküste. Also da ist, das ist aber, glaube ich, kein Felsen, sondern das ist ein bisschen weicher, glaube ich. Das ist so Sand. Und das Wasser hat da so das so weggespült. Ne? Mhm. Und das geht richtig steil runter. Und an den höchsten Stellen geht das bis zu 38 Meter runter. Und das ist schon beeindruckend. Also mein Filmemacher, der stand dann da und sagte, ey, geh mal näher dran, ne? Ich sollte näher an den... Hauptsache den rechten Fuß nicht einschlafen lassen. Ja, genau. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Alter, wir wollen das Video doch zu Ende drehen. Ich will danach noch ein neues Ding. Und wenn du da abstürzt, dann... Ja, ich weiß gar nicht. Man stürzt ja schon einigermaßen weich. Ich weiß nicht, ob man dann tot wäre. Einen epischen Shot fürs Video. Ja, genau. Es wäre auf jeden Fall schlecht für die Frisur, glaube ich. Und für den Mantel und so. Genau. Und da haben wir, mein Filmemacher, der hat da gerade so ein Häuschen hingebaut. So ein tolles, so fast so ein Tiny House an die Ostsee. Und dann sind wir da hingefahren, zu dritt mit Assistentin und so.
Genau, und haben da so schöne Zeit gemacht und ein schönes Video gedreht, mitten am Meer. Ein ganzes Filming-Team war da unterwegs. Ja, genau, richtig. Aber schön, dass ihr da so dann diese Gegend gefunden habt. Ich finde, das repräsentiert schon wieder, dass man in Deutschland eigentlich alles hat, von Bergen, Küsten. Weil solche Landschaften, finde ich, kennt man hauptsächlich von so, keine Ahnung, so Irland, so in die Richtung. Oder wo sind denn nochmal die, oh Gott, also Geografie bin ich total schlecht, ist meine einzige Schwäche. Diese Steilküste in Schottland. Come on. Ja doch, wirklich, glaubst du nicht? Okay, das gucken wir mal noch. Genau. Ja, wo ist denn Schottland oder? Schottland hier. Ist auch da, wo England ist. Warte mal, meine Friseurin Verena, die ist auch gerade dabei, die weiß, wo diese Steilküsten sind. Verena. Hallo Friseurin. Genau, Hairart ist das. Die ist super. Das ist die beste Friseurin, die ich kenne. Die hat sogar mal dem YouTube-Star Isabeau die Haare geschnitten. Mhm. Okay. Genau, Luisa, meinst du die Cliffs of what? Moher, was ist das denn? Okay, das kenne ich jetzt auch nicht. Okay, das sind die aber bestimmt. Irland, genau. Ja. Wie war die Frage nochmal, Marie? Da bist du gerade am Googlen? Ja. Clips auf. Ja. Das ist. Wikipedia ist nicht. Also, ich kann ein Bild. Oh, voll peinlich. Luisa schreibt gerade, das sind die bekanntesten Klippen der Welt. Ja, aber hey, ich kenne das jetzt auch nicht so direkt. Nein, wenn er keinen Klippen spricht. Also ich habe den Namen definitiv schon mal gehört und das ist in Irland. Ja, genau, deswegen meinte ich, eigentlich kennt man sowas ja von Irland. Warte, ich versuche Oder Seven Sisters, schreibt Verena, was ist das denn? Habe ich auch noch nicht gehört. Also ungefähr so sieht es aus. Ja. Und die sind, glaube ich, ein bisschen höher noch als 38 Meter. Ne? Die sind bestimmt 60 Meter oder so. Wikipedia, was sagst du dazu? Wir reiten uns immer weiter rein in unsere Unkenntnis, Marie. Rise 120 Meter. Boah, krass. Über den Atlantic Ocean. So lang wie ein Fußballplatz, oder? Okay, solche Infos sind mir auch nicht bewusst. Fußball ist wiederum mein Schwachpunkt. Echt? Absolut. Ich habe letztes Mal im Tor gesagt, ich bin froh, dass ich weiß, wenn der Ball ins Tor fliegt, dann ist Tor und dann ist gut. Dann freuen sich alle. Ja. Bleib gesund, ich muss mal was futtern, sagt Carlo. Guten Appetit, Carlo. Ja. Und viel Spaß. Auf jeden Fall nach Boltenhagen, da würdest du auch gut hinpassen, glaube ich. Da ist, also die Ostsee ist ja sowieso sehr schön, finde ich. Du bist ja auch sehr schön. Und nein, also ganz im Ernst, also ein schönes Video so am Meer und das Wasser sieht da so schön aus. Die Nordsee, die ist ja immer so ein bisschen rauer und so ein bisschen grauer und so. Und das ist oft so eine Brühe, was aber auch seine Reize hat und schön ist. Aber Ostsee sieht manchmal das Wasser so blau aus wie in der Karibik oder so bei gutem Wetter. Ist echt cool. Mhm. Ja. Ja, ich dachte, du meinst, ich passe da gut rein, weil ich so klein bin und die Kliffen so groß und dann. Wieso? Wie groß bist du denn? Ich bin 1,60 Pound. Wie viel? Also 1,60 Pound. Ja, ist doch super. Ist doch eine super Größe. Was willst du denn mit einer, die außer Dachrinne trinken kann? Ist doch eine Top-Größe. Nein. Die Größe hat schon seine Vorteile. Vor allem Frühjahr, wo noch irgendwelche Veranstaltungen stattgefunden haben, kann ich nicht mit den Menschen dringen. Und keiner hat was dagegen, weil ich so klein bin. Ich nehme so viel Platz weg. Was hast du eben gesagt? 1,60 oder 1,62? 1,60 habe ich gesagt, weil ich weiß nicht genau, ob ich 62 bin. Deswegen sage ich immer so. Ja. Ist doch eine super Größe. Also ich finde das, ich finde es gut. Also reicht doch. Du kommst doch wie überall dran. Wie groß bist du denn? Du kommst doch überall dran, oder? Jein! Also in der Küche jetzt nicht mehr wirklich. Da muss ich mir mal einen Stuhl holen.
an die Dunstabzugshaube, da musst du immer so ein Dumping machen oder ein Trampolin. Ja, das stimmt. Ja, Ich nee, bin, meistens ja. muss ich mir schon einen Stuhl holen. Ja, ich bin 1,93 Meter und ja, wenn ich, also mit Locken dann nochmal 10 Zentimeter höher, so. Mit Meter alle 2 Meter, ja. Genau, mit Locken 2,03 Meter so. Ja. Okay. Ja, es hat vorher jemand geschrieben, Matthias, du siehst heute gut aus. Ich dachte, das schreibt Wow. deine Friseurin, Nee, das die war eine deine andere. richtige Frisur mal loben wollte. Nee, ich glaube, das war Margarete sogar. Warte mal. Hier steht auch, Marie ist eine sehr schöne Frau. Christina Probst. Stimmt auch. Danke, Christina. Nicole hat das geschrieben. Du siehst heute gut aus, Matthias. Danke, Nicole. Da freut er sich. Genau. Nicole hat mir ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk auch gemacht. Hat mir Süßigkeiten vorbeigeschickt und dann hier so eine War das schöne nicht so ein Karte. Bitte? Teller? Hattest du nicht mal so einen Teller bekommen? Für Das war noch was anderes. Ich kriege ja laufend Geschenke Oh. von irgendwelchen Frauen. Oh, ist das nicht süß? Ich müsste mal eine Liste machen mit meinem Hausstand, was da alles noch so fehlt. So große Salatschüssel und so. Dann könnte man da zielorientiert auch Geschenke. Jetzt hast du es schon ausgesprochen, jetzt haben es schon alle Ja. gehört. Aber es gibt doch tatsächlich, gibt es nicht in Amerika eine Tradition, sich zu Weihnachten so eine Wishlist zu machen und das allen Ja. so. Ist eigentlich voll Echt? schlimm, weil ich habe nie Ahnung, was ich so haben will. So Ja. irgendwie, ich habe eigentlich alles, was ich so brauche und ansonsten überrascht mich. Ja. Echt? Also ich kenne mit amerikanischen Bräuchen kenne ich mich nicht so aus. Warst du schon mal da in Amerika oder in den USA Nee. oder? Nee, war ich nicht, aber ich glaube, das sieht man immer wieder in Filmen Ja. oder immer wieder in irgendwelchen Social Media, dass man so eine Wishlist macht. Ich weiß gar nicht, heißt das Wishlist? Ich Ja. glaube, wir blamieren uns heute immer mehr mit unserem Ja, ist egal. Du, guck mal, hier hat einer Genau. geschrieben, was haltet ihr als Solokünstler von Duetten, also von euch beiden zum Beispiel? Wir beiden ein Duett? Warum nicht? Ich Klar. glaube, allgemein machen wir ein bisschen unterschiedliche Stilrichtungen, aber du weißt ja, ich bin immer offen. Können wir Aber mal. also ich finde, meine Musik ist ja manchmal auch nicht so weit von Schlager entfernt, ne? Das stimmt. Sie ist Also ja auch hier, deutsch. genau, und so ein Schlagerbass drauf, so düm, ist ja manchmal. Also ich Das finde stimmt. ja, ich mag Schlager auch sehr, sehr gerne. Zum Beispiel hier, mein Lieblingsschlagersong ist Jenseits von Eden. Den kennst du doch, ne? Hast du mir schon letztes Mal gesagt und ich habe Echt? den Anfang immer noch nicht angehört. Hast du immer. Ey, den musst du aber kennen. Das ist doch der Schlager, oder nicht? Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind. Kennst du nicht? Dann sind wir jenseits von Eden. Du Dum, dum. blamierst dich hier noch mehr. Ich als Schlagersängerin kenne sowas nicht. Was wird das hier noch? Du kennst wahrscheinlich die moderneren neuen Schlager Ja, von also. Vanessa Mai und so, ne? Ja, also Schlager wird jetzt wirklich sehr, sehr, sehr breit und unterschiedlich. Es gibt immer mehr Mixen, vor allem auch aus Ja. unterschiedlichen Musikrichtungen, finde ich sehr interessant zu beobachten, wie es sich entwickelt. Ich bewege mich auch Richtung modernen Popschlager und von daher Ja. können wir ja mal gucken, ob wir einen in deinem Stil textlich lebensnahen Text und in meinem Stil gute Laune für breiten Song schaffen. Genau, wir lassen das einfach mal, wir nehmen das mal auf und lassen das einfach mal wirken. Wir denken da mal so ein bisschen drauf rum. Genau. Ne? Genau, jemand schreibt, Jenseits von Eden ist mega. Genau, Und ja. du hast deine Mitgesinnten. Genau. Und Nicole hat geschrieben, das ist von Nino De Angelo. Genau, richtig. Ja. Okay. Guck, Muss mal ich nochmal. was dazugelernt. Ja, ich lerne immer was dazu. Vor allem, ich sage auch immer, manchmal wundert man sich so, ja, warum kennst du den Song nicht? Und dann Ja. sage ich immer wieder, Leute, ich bin wohl ganz anders aufgewachsen.
Aber in Russland ist doch Scooter total angesagt, ne? Scooter? Kennst du nicht Scooter? How much is the fish? Hier, die machen so Techno. Weiß ich nicht. Ich Oder. weiß, oh, Techno habe ich keine Ahnung. Ich weiß, dass sehr viele in Russland Rammstein hören. Ich Ja. weiß auch nicht warum, also ist gar nichts für mich. Ich weiß, dass der Solist von Rammstein sogar mit einer russischen Sängerin verheiratet ist. Echt? Der Wobei ich weiß gar nicht, ob die verheiratet sind, aber ein Kind haben die ganz sicher. Sänger oder was? Ja. Ja, Und sie ist sogar in einem seiner Videos, hat sie die Hauptrolle für die Frau gespielt. Ich glaube, das hieß sogar Mann und Frau, dieser Song. ja, aber der Sänger ist doch, der heißt doch Till Lindemann, oder? Das ist doch Genau. der, aber der war doch auch mal mit der Sophia Tomalla zusammen. Aber mit der ist er jetzt nicht mehr zusammen. Mit Sophia Tomalla ist jetzt Joris Karius, der Fußballtorwart von Union Berlin, zusammen. Na, dann Und bist du ja Till. schon mal mehr up to date als ich. Ich weiß Ja, ganz genau, sicher. die russische Sängerin Labada, die ist auch sehr Labada. berühmt in Russland. Genau, Ja. Loboda. Okay, ja, russisch-ukrainische, sie singt aber Ich kenne immer nur Lambada. Lobada. Genau. Ja, das stimmt. So viel zum Musik-Business-Tratsch und haben wir uns jetzt auch ausgetauscht. Wie sind wir da eigentlich jetzt drauf? Ach so, und wer noch in Russland total in ist, ist ja Dieter Bohlen, ne? Genau, und das stimmt, das wollte ich auch Ja. sagen. Das hat mir auch mein Vater immer erzählt, dass seine Oma so eine Platte hatte von Dieter Bohlen und Dieter Bohlen. beziehungsweise eigentlich von seiner Band, also Dieter Bohlen an sich Genau. ist ja ein Teil der Band gewesen. Ja. Und Jetzt überlegst du, wie die Band hieß, ne? ja. Ey, weißt du was? Mir fällt's auch nicht ein gerade. Scheiße. Voll. Warte mal, der andere war auf jeden Fall Thomas Anders. Genau, Thomas und Dieter Bohlen in Genau. Modern Talking. Modern Talking, genau. Ey, das muss man doch wissen. Modern Talking. Genau, jetzt schreiben es gleich alle einmal rein. Wohl viel Gala gelesen. Ja. Ich war schon mal in der Gala, ne, letztes Jahr. In welcher Gala? Hier in dieser, kennst du nicht diese Klatschzeitschrift, die immer bei den Ärzten liegt? Ah, die Zeitung Ja, Gala die heißt Gala. es. Da war ich drin, weil ich bei Bettina Wulff ein Gartenkonzert gespielt habe. Ah, und dann haben die dich mit reingenommen. Genau, da haben wir so ein Foto gemacht. Da war ich mit Bettina Wulff drauf. Und das habe ich gepostet bei Instagram. Und zack, einen Tag später war es in der Gala. Die müssen das da ja haben. Also weiß ich auch nicht, woher sie es sonst hätten haben können. Ja, aber ich glaube, die Zeitungsleute, die Presse, die haben Augen überall, Ja, sobald irgendwo irgendwas erscheint. genau. Die haben überall ihre Spitzel, ne? Respekt, ja. Ja. Gute Ohren überall zu haben, ist immer gut als Presse, auf jeden Fall. Genau. Was gibt's denn weitere Artikel über dich und deinen Song? Über den neuen Song meinst du, oder? Ja, ich meine, jetzt konnte man den ja im Voraus im Radio schon mal hören. Herzlichen Glückwunsch an Ja. alle, die es heute geschafft haben, die es verpeilt haben. Könnt ihr den Song schon in weniger als Genau. In fünf vier, ja, Stunden? vier, richtig. 4 Stunden 24 kann man den streamen. Gibt's irgendwo schon einen Link zum Vormerken, zum Speichern? Nee, die Links, das aktualisiere ich alles dann um 0 Uhr. Warum gibt es da Okay. irgendwelche Tricks? Machst du das vorher schon irgendwie zum Vormerken? Zum Pre-Saven, ne? Ich weiß gar nicht, wie man das machen kann technisch. Ich glaube, das kann man irgendwie bei dem Upload einstellen, wenn das rechtzeitig da Mhm. ist. Okay. Aber Leute, dann müsst ihr hier, sage ich immer, beim Live-Talk, Name könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr mir und Matthias mal abonnieren und dann könnt ihr um Genau. 12 Uhr. Genau, bei Matthias auf der Seite vorbeischauen, da wird er euch den Link ganz pünktlich um 12 Uhr zur Verfügung stellen, Genau, damit ihr richtig. den Song schnellstmöglich anhören könnt. Das Video ist dann Ja. auch um 12 Uhr online oder wann kommt das Video? Ja, ich mache dieses Mal alles gleichzeitig. Also letztes Mal habe ich ja so gemacht, habe ich erst den Song dann veröffentlicht und dann das Video irgendwie 3 Tage später oder so. Dann hatte man zwei Premieren.
Ne? Aber diesmal wollte ich mal alles Gleich am Stück. auf einmal. Genau, 0 Uhr. Man kann ja auch sehen, bei Instagram kannst du ja auch gucken, wann so die meisten Leute online sind und so, ne? Kannst ja in die Insights gucken und daran kann man sich ja so orientieren. Und genau, da habe ich das auch so ein bisschen abhängig dann von gemacht. Also sind deine Fans Ja. meistens um 12 Uhr nachts online? Ja, nee, eigentlich um 9 Uhr. Aber bei meinem, also um 21 Uhr, aber bei diesem, das ging irgendwie nicht anders. Ich konnte, glaube ich, nur 0 Uhr einstellen oder so. Aber ich muss das nochmal gucken, ob das auch anders geht. Ja, ich fand es auch spannend. Ich weiß gar nicht. Das ist ja erst vor ein paar Jahren so, oder ja, genau vor ein paar Jahren, so, sag ich mal, normal geworden, dass neue Songs immer freitags um 0 Uhr Ja, erscheinen. Weiß ehrlich genau. gesagt gar nicht, wo das herkommt. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Radios immer freitags irgendwie die ganzen Hitparaden machen oder sowas. Und Genau, dann richtig. gleich von Ja. 0 Uhr am Freitag Ja. reinkommen. Genau. Und die Radios, die orientieren sich ja immer. Ich bin weg oder du bist weg. Bin aber da, oder? Matthias. Ich bin schon echt gespannt, schreibt die Jule. Ich auch. Oh nein, Matthias hat uns verlassen. Matthias kommt zurück. Ich hoffe, das war nicht sein Akku oder so. Bin echt gespannt, schreibt die Jule. Ja, ich auch. Ich freue mich schon sehr auf den Song. Da ist der Matthias. Da ist der. Matthias ist zurück. Du bist zurück. Hier steht, Matthias ist weg. Geil. Hä? Nein. Ich habe aber überhaupt nirgendwo gedrückt. Passiert, vielleicht war es die Verbindung. Herzlich willkommen zurück. Ja, danke. Danke sehr. Wir waren gerade bei den Radios. Ach ja, genau. Ja, dass die Radios, dass sie die Playlists von Spotify mittlerweile übernehmen, ne? Das war ja früher auch mal anders. Das war mal früher genau andersrum, denke ich mal am Anfang. Kann sein, ja. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass die Spotify-Playlists übernehmen. Spannend. Ja. Und was sich so alles in Musik, ja, Business Marketing verändert. Ich habe auch vor kurzem gehört, dass die Songs durchschnittlich immer kürzer werden und Ja. das auch mit Spotify zusammenhängt, weil Spotify zahlt, Ja. zahlt für ein Hören, also für einmal auf den Song draufklicken, eine bestimmte Zeit Ja. draufbleiben. Aber wenn der Song, wenn du zum Beispiel 10 kürzere Songs hast, dann kriegst du eher 10 Klicks, als wenn du 10 längere Songs hast. Und das, Echt? genau, also habe ich mal gehört jetzt, dass Spotify diese Entwicklung quasi beeinflusst hat, dass die Okay. Songs durchschnittlich immer kürzer werden, damit, wenn die Leute sich anhören, damit die Ja. eher dann mehrere Songs sich gleich anhören. Das finde ich zum Beispiel wiederum krass. Ja. Ich meine, ist ja klar, ist immerhin ein Business und irgendwie muss das Ganze sich vor allem für die großen Firmen auch lohnen. Da muss man halt sich anpassen. Aber finde ich echt krass, wie es so die Kunst der Musikgestaltung beeinflusst. Ja, da ist ja auch die Frage, wo das eigentlich alles mal hingehen soll, ne? Also so in 50 Jahren oder so. Ich meine, bei uns vor 50 Jahren, da wurden oder mehr noch, da wurden so Sinfonien geschrieben, die irgendwie über eine Stunde gedauert haben. Und jetzt dauert ein Song 3,5 Minuten. Und wie wird das jetzt in weiteren 50 Jahren sein? Dauert ein Song dann irgendwie 10 Sekunden oder irgendwie so? Finde ich total spannend, wo das mal hingeht. Ob die in 50 Jahren auch sagen, boah,
was haben die mit 3,5 Minuten da lange Songs gemacht? Total asozial, kann sich keiner anhören und so. Ne? Ja, die Ina schreibt, ich kaufe lieber Schallplatten. Herzlichen Glückwunsch, du bist eine Ausnahme. Und es gibt immer noch sehr viele Schätzer, tatsächlich auch Leute, die sich Symphonien anhören. Aber Hamid, guck mal, Hamid ganz unten. Hallo Matthias. Das ist, ich habe einen Fan im Iran. Hamid hat uns eine Anfrage gesendet. Sollen wir den mal kurz reinnehmen? Ja, warum nicht? Ist doch lustig. Ich weiß gar nicht. Was, machen wir mal Englisch, ne? Oh Gott, kannst du gut Englisch? Echt? Schreib dir mal auf Englisch. Mach einfach mal. Bestimmt. Okay. Und sonst, wenn es nicht klappt, schmeißt du einfach raus direkt. So, jetzt Iran. Hello to Iran. Jetzt kommt's. Geil. Hast du das auch Premiere jetzt, oder? Für dich, dass du einfach so einen mit reinnimmst? Ich nehme schon immer wieder Leute rein, aber aus Iran hatte ich noch keine Gäste. Jetzt soll das noch laden. Ich bin oldschool und liebe SCDs zu kaufen. Du, was ist denn jetzt? Hat er abgelehnt und hat geschrieben, du bist prima. Ich weiß nicht, der stand, der hat es verlassen. Oh, willst du nochmal versuchen? Ich weiß nicht, er muss eine Anfrage schicken. Come on, Hami, join us. Genau, wir machen jetzt. Das will er nicht. Okay, aber ich habe ja vor kurzem, zum 1. April hatte ich einen Talk mit Carmen Goglin, die Lachtrainerin, und dann haben wir irgendwann gesagt, hey, komm, wir lassen mal ein paar Fans von dir reinkommen und die sagen uns dann, welche Lieblingslachübungen von dir sind. Und das haben wir dann fast eine Stunde lang gemacht, weil immer mehr rein wollten. Geil. Ja, voll krass, es haben voll viele reingeschaut und wir haben voll viele auch nicht geschafft, weil wir waren schon seit 1,5 Stunden dran. Das klingt total interessant. Kann man das irgendwo sehen noch? Das würde ich mir gerne nochmal angucken mit dem Lachtraining. Ja, das ist auf meinem Instagram-Profil, kann man auf Carmen Goglin Live-Talk klicken oder auf IGTVs. Okay. Ich habe den letzten Live-Talk von dir, habe ich gesehen, da hast du Ostereier gefärbt. Das fand ich auch super. Boah, das war voll spontan, aber ja, es war cool. Es war total irgendwie heimelig so. War eine richtig nette Atmosphäre. Du saßt da so, hast da so die Eier angemalt. Und und es gibt ja auch echt, habt ihr auch über Eierkratzer geredet und so? Nee, Es gibt, da habe ich jetzt vor ein paar Tagen so eine Nachrichtensprecherin, da lief im Fernsehen eine Reportage über Eierkratzer irgendwie und das hat ja auch, ne, ist ja klar. Also das sind welche, die, das ist so eine die kratzen dann so, die bemalen Eier und kratzen dann so Linien da rein. Das sieht sehr kunstvoll aus und so. Und die kratzen dann da so Motive rein und das ist eine professionelle Berufsbezeichnung, Eierkratzer. Und die Frau hat die ganze Zeit gefragt, wo sind die Eierkratzer? Und irgendwann hat sie dann voll den Lachkrampf gekriegt. Ist ja klar. Eierkratzer ist ja, da denkt man ja sofort auch an irgendeinen Typen, der in Jogging so sich erstmal irgendwie, ne? Seinen Traumjob ausübt. Nee, wir haben aber tatsächlich, wir haben nicht über Eierkratzer, wir haben aber über Corona-Eier gesprochen. Meine gute Freundin kam kurz rein und hat gesagt, warum färbst du die eigentlich blau und gelb, weil es die grün färben sollen? Und dann so, weißt du, wie so dieses Bild von der Virusbakterie mit so Stacheln. Ja. Und dann färben sollen. Und so Augen malen und Stacheln. Hättest du auch. Wusste ich nicht. Ich hatte mir erzählt, dass ich schon fertig war. Habe ich auch gesehen. Ja, Ina war auch dabei. Ja, es war voll spontan. Ich dachte, die Eier werden jetzt so, keine Ahnung, 20 Minuten zum Färben brauchen und währenddessen kann ich ja mal mit euch talken, aber die waren in 5 Minuten fertig. Ja. Ich fand's super. Es war eine coole Sendung. Schöne Atmosphäre. Freut mich. Ne? Ich wollte auch eigentlich Eier färben, aber ich habe dann nur gefärbte Eier gegessen. Ich habe nicht gefärbt. Ja. Wie viele Eier hast du denn gegessen? Überhaupt? Nicht viel, ich habe insgesamt nur 6 gemacht. Ich habe vielleicht
zwei davon gegessen. Was denkst du, wenn ich die färbe, dass ich mich am nächsten Tag nur mit Eiern ernähre? Ja, ist doch, also Eier kannst du essen ohne Ende, dann nimmst du nicht zu, ne? Also Eier, du kannst sogar, ich habe so eine, die hier, die mir die Haare mal schneidet, die Verena, die Hast du beratet eine am, Eierdiät gemacht? nee, die berät mich auch so mit Kalorien und alles, ne? Und die sagt immer, Eier kannst du essen, kannst du auch vorm Schlafen gehen nachts um 0 Zählst du Uhr. deine Kalorien? Nein, aber ich. Achte, man achtet ja schon so ein bisschen drauf, Ein ne? bisschen auf die Figur, ja. Genau, also nicht irgendwie dreimal am Tag Nudeln, Kohlenhydrate, nur zweimal warm. Und Genau, aber du gehst ja viel spazieren, dann darfst du ja eigentlich alles essen. genau, ja, ich esse eigentlich doch immer da das, worauf ich gerade Bock habe. Aber du doch auch, oder? Also Nudeln, ja. Ja, isst du auch oft Nudeln? Ja, ne? In der letzten Zeit, ja, das geht halt schnell und es gibt so viele leckere Rezepte, von daher. Ja. Alles, was schnell Oder geht. ja, oder isst du auch irgendwie russisch traditionell? Irgendwie machst du da auch viel? Gerne auch, allerdings muss ich zugeben, die so, ich sag mal, klassischen traditionellen russischen Ja. Gerichte, die sind so aufwendig. Du brauchst meistens so mindestens ein paar Stunden, bis du irgendwas bisschen gemacht hast. Echt? Also Pfannkuchen esse ich liebend gerne, aber am besten, wenn meine Oma sie gerade Ja, okay, stimmt. Ey, bei Oma macht. schmeckt es immer, schmeckt's am besten, immer, das stimmt. Ja. Aber ich habe tatsächlich vor kurzem die russische Suppe kochen gelernt. Borscht sollte allen was sagen. Das ist die Ja. rote, so, ja gut, man macht halt ein Bouillon mit Ja. meistens Hähnchenfleisch und dann kommt da halt Kartoffeln, Kohl, ein bisschen noch Rotkohl mit Zwiebeln, Ja. Karotte rein Okay, und ja, mit lecker. Tomatenpasta und das schmeckt echt gut. Das dauert mindestens 2 Stunden, aber Das ist schon lange, ne? also ich habe auch gesagt, es ist voll lustig, das ist eins der anspruchsvollsten Gerichte, was aber voll oft und gerne gegessen wird. Und früher war so der Brauch, so jede Frau muss das kochen lernen. Und wenn man das kochen kann, dann ist man zum Heiraten bereit. Also Echt? Und nee. du? Und du kannst es kochen, oder was? Genau, ich habe es jetzt gelernt. Mein Vater war ganz So, stolz okay, auf alles klar. mich. Dann jetzt hier schön Heiratsanträge unten in die Kommentare, Genau, weil ich erwarte jetzt. Marie Winter kann Bouillonsuppe kochen. Genau, das ist die Und Basis. wer sie heiratet, bekommt bis ans Lebensende jeden Tag einmal Bouillonsuppe. Oh je, Katastrophe. Aber ja, gut, gehört ja, sage ich mal, in traditionellen Familien. Vor allem früher dazu. Ja. Aber 2 Stunden kochen ist echt schon, ist schon ganz schön lange, finde ich. Also, ne? Das stimmt. Liebe Grüße zurück an die Chiara. Oliver Wulff schreibt, ja, ich will. Guck. Oliver, viel Genau, das Spaß. ist mein Song 40 auch. Jahre Bouillon. Genau, alle schicken jetzt Ringe. So, wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Ich habe heute um 20 Ja. Uhr gleich den nächsten Talk. Oh, Ich habe okay. ne nämlich mittlerweile irgendwie, bin ich voll ausgebucht. Ja, cool. Dann habe ich ja noch was zu gucken jetzt gleich. Kann ich ja, brauche ich nicht den Fernseher anmachen, gucke ich einfach weiter Marie Winter. Genau, so macht man das. Und Chris schreibt, freue mich auf den Song um 0 Uhr. Ich glaube, alle Genau. warten jetzt auf deinen Song, auf deine Veröffentlichung. Ich bin auf jeden Fall auch dabei. Bin Ja, sehr das freut gespannt. mich. Auch auf das volle Video und was da noch alles kommt dann. Wünsche dir schon mal ganz, ganz viel Erfolg und guten Start in Danke, die das ist lieb. Promotion. Dankeschön. Und dir wünsche ich einen schönen nächsten Live-Talk. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Du weißt, du bist auch mit dem nächsten Song gerne herzlich willkommen hier. Danke, das freut mich. Ich fand es sehr lustig heute. Wir haben viel Quatsch geredet, aber es war sehr lustig. Ja, ich sag auch immer, wir reden immer über Reisen, Essen und bisschen über Ja, Musik. genau. Wir haben fast gar nicht über Musik geredet. Aber ist doch egal. Musik hört man sich auch lieber an. Drüber reden finde ich immer.
Ne? Genau. Wir haben ja, wer mehr Musik-Talk hören möchte, kann sich ja unsere vorherige Talks auf YouTube angucken. Die sind da zu finden. Wobei, da haben wir auch viel über Reisen gesprochen. Von daher. Ja, und danke an die ganzen, die dabei waren, ne? An euch. Genau. Also, ihr Lieben, nicht vergessen, hier oben kurz draufklicken. Dann könnt ihr mir und Matthias abonnieren. Um 12 Uhr bei Matthias vorbeischauen und bei der Premiere seines Musikvideos und seines neuen Songs dabei sein. Richtig. Okay. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und ganz, ganz schönen Abend. Dir auch. Bis dann. Ciao.